Hi, ich bin Sarah aus dem Videoteam von stern.de und ich bin heute in Hamburg unterwegs, um die Leute zu fragen, was sie denn anlässlich der Bundestagswahl ändern würden, hätten sie die Chance dazu? Also die Mieten auf jeden Fall, weil ich will langsam ausziehen und da schießt alles gerade wirklich in die Höhe. Und ja, die Mieten, werde ich sagen. Tempo 130 auf der Autobahn. Die Legalisation von Marihuana und Drogen machen überall. Also, das meint, dass wir müssen überall in Deutschland jede Ecke eine Coffeeshop haben. Also ich würde gerne, dass Deutschland eher souveräner auftritt, nicht immer den Hampelmann von der amerikanischen Politik immer mitmacht. Ja, ich würde tatsächlich sagen Bildung und Digitalisierung. Also das ist das, was bei mir hängen geblieben ist und wo immer irgendwie noch nicht so richtig was, also oder traue ich gerade keinem zu. Ich glaube, Vermögensumverteilung wäre so das Hauptthema, was ich anpacken würde, so eine gerechte Umverteilung. Ich wäre für mehr Grünfläche, auch Natur belasse, dass sich die Artenvielfalt wieder erholen kann, wieder mehr gibt. Aufgrund der Tatsache, dass ich Lehrer bin, diesen Bildungsföderalismus. Ich halte den für nicht gerade sehr positiv. Also ich finde, das macht unnötig Sachen unnötig kompliziert. Ich hätte gern, dass der Haschischkonsum doch legalisiert wird. Puh, eine Sache in Deutschland ändern. Also das ist sehr schwer, das jetzt zu beantworten. Auf jeden Fall würde ich wahrscheinlich die Amtszeit von Würdenträgern beschränken, um ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Wahlen ab 16, weil die jüngere Generation ist unterrepräsentiert und dafür machen wir die Politik. Das Asylverfahren entbürokratisieren. Ich glaube, das hat gerade Priorität. Das würde ich mir wünschen, dass der ein bisschen mehr in Fortschritt investiert wird. Gerade in Startups, das würde ich mir wünschen. Das finde ich in den USA viel besser. Und auch in anderen Ländern. In Deutschland finde ich, dass es immer ein bisschen schwach ist. Was ich, glaube ich, schwer finde, dass wir halt so schwerfällig sind und dass wir tatsächlich uns auch nicht einfach mal trauen, Sachen zu machen und einfach mal auch einfach neue Wege einzuschlagen. Ja, da kamen ja schon ziemlich viele unterschiedliche Wünsche zusammen. Ob und wann die nach der Wahl tatsächlich umgesetzt werden, das bleibt abzuwarten.